Ja, und dann steigen wir auch gleich ins Thema ein, Verwaltung und Kreativwirtschaft. Das klingt ja erstmal wie zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wenn man genau hinschaut, dann gibt es eine große Gemeinsamkeit und das ist der Mehrwert für die Gesellschaft, der in beiden Branchen vorangetrieben wird. Und deswegen sind das eigentlich die perfekten Branchen, die zusammenarbeiten können und sollten. Und wie das funktionieren kann, wie das aussehen könnte, sehen wir in unseren vier Impulsen, in den nächsten vier Impulsen, in den nächsten anderthalb Stunden. Und Miriam, womit starten wir? Wir starten mit Christoph Prosius, dem ich jetzt schon mal ein herzliches Hallo schicke und ihn gerne auf unsere virtuelle Bühne schon bitten möchte. Und da ist er auch schon. Hallo, Hallo willkommen. Christoph. Schön, Salut. dass du da bist. Salü. Genau, Christoph, wir kennen uns auch schon eine Weile. Du hast schon diverse Workshops mit uns gemacht zum Thema, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, Game Thinking haben wir gemacht. Thinking, Aber ja. Gamification, genau, entschuldige. Du bist Game Thinking-Experte und berätst Kreativschaffende, aber eben auch andere Branchen. Und du nimmst uns jetzt in deinem ersten Impuls mit in die Münchner Verwaltung, wo du unter anderem ihr habt eine App, ein Spiel entwickelt, um die Mitarbeitenden zum Thema IT-Sicherheit zu schulen. Was natürlich für mich, ich bin selber IT-Nerd, sage ich mal, also IT-Security-Nerd, ein Herzensthema ist. Und ich freue mich total auf deinen Impuls jetzt und bin ganz gespannt. Und nochmal die Einladung an unsere ZuschauerInnen, wenn ihr Fragen habt, reicht sie gerne über den Chat ein. Wir werden im Anschluss an Christophs Impuls die Fragen an ihn weiter moderieren. Und Super, dann danke euch. viel Spaß. Dann teile ich mal meinen Bildschirm und gehe hier mal so auf volle Fahrt und begrüße nochmal auch in meinen eigenen Worten einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ich da sein darf. Ich lade dazu ein, gleich mit einem Perspektiv-Krimi zu starten, den wir uns gemeinsam angucken wollen. Warum habe ich dieses Vokabular gewählt? Weil meine eigene Biografie von relativ vielen Perspektiven, insbesondere aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, geprägt ist. Also ich bin von Hause aus gelernter Werbekaufmann, hat bei einer großen Werbeagentur gearbeitet, war 6 Jahre beim Film und aus all diesen Perspektiven, die hier auf dem Zettel stehen, könnte ich jetzt heute was erzählen darüber, wie Kultur- und Kreativwirtschaft wirkt oder auch in Verwaltung wirken kann. Der Teil, über den ich heute reden möchte, ist jetzt eben genau der hier, Computer- und Videospiele. Der Grund, warum das jetzt die spannende Perspektive ist, der liegt in den Leuten, und dafür müssen wir so ungefähr, wie Sie sehen, wie ihr seht, so ein bisschen mehr als 10 Jahre zurückgehen, mit Kommilitonen zusammen aus meinem eigenen Studium an einer, naja, ich wollte gerade schon sagen, Kaderschmiede für Computer- und Videospiel. Das war in Wirklichkeit damals eine der ersten Einrichtungen, wo man das studieren konnte, überhaupt in Deutschland. Haben wir uns in Berlin zusammengefunden und haben eine Agentur gegründet für Gamification, oder zumindest ist es das, was sich daraus ergeben hat, denn aus der Perspektive von Spieleentwicklern kamen damals so ständig Leute auf uns zu und haben gesagt, das, was ihr da macht, das Verhalten von Leuten zu beeinflussen, damit ein Spiel Spaß macht, könnt ihr das auch für uns machen? Könnt ihr das übertragen? Fragte zum Beispiel die Telekom. Und schwupps, waren wir eine Agentur. Wir haben uns die Hobrechts genannt und wir haben uns keine Boyband gegründet, sondern eine Agentur für Gamification. Aus unserem Arsenal an Fällen, die wir damals bearbeitet haben, habe ich quasi eine Leiche gezogen. Und möchte gerne mal einmal diesen Fall gemeinsam ein bisschen beleuchten oder öffnen. Und ein bisschen was dafür haben wir auch schon gehört, worum es geht. Ich habe es halt nur ein bisschen narrativer aufgezogen heute. Und deswegen die KI bemüht und gesagt, wir gucken uns heute den Fall des Münchner Maulwurfs an. Man kann übrigens alte Filmplakate mit KI wahnsinnig gut generieren. Worum ging es da? Also Themenfeld im weitesten Sinne ist das Personalwesen. Die Feststellung, die nicht neu ist, dass das größte Datenschutz- und Datensicherheitsrisiko in jeder Organisation eigentlich immer von den Mitarbeitenden ausgeht. Wenn ich mein eigenes Verhalten ein bisschen besser unter Kontrolle hätte, dann ist der überwiegende Anteil dessen, was eigentlich gefährdend einwirken kann, schon abgestellt. Also stellt sich natürlich jede Organisation die Frage, so auch Verwaltung, und in dem Fall war das eben jetzt eine öffentliche Verwaltung. Wie können wir da dran gehen? Wie bringen wir den Leuten das nahe, dass sie ein bisschen achtsamer werden und ein bisschen genauer hingucken, was sie tun, was sie sein lassen? Was wäre, das ist der Fall, wenn das Ganze auch noch spielerisch geschehen würde, vielleicht sogar während der Arbeitszeit und Game Designer, nämlich wir, das damals designt haben? Damit man versteht, wer die handelnden Personen dahinter waren, gucken wir uns tatsächlich einmal an, jetzt in der Sprache von dieser Metapher hier, wer die Akteure waren, die es gemacht haben. Also uns damals angesprochen, ganz konkret, hat der Falco von Schweinitz aus der Faro Marketing Agentur in München.
Und der war ja gar nicht alleine, sondern der hatte an seiner Seite eben jetzt die Sozialreferentin Brigitte Meier, der Landeshauptstadt München, vom Sozialreferat. 1200 Mitarbeitende in der gesamten Stadt, die, und das wusste man, genau wie überall anders auch, durchaus auch es vielleicht nicht sein lassen können, Passwörter auf Post-its zu schreiben und die an den Monitor zu kleben. Und wenn man das doch bloß sein lassen würde, dann wäre schon so wahnsinnig viel gewonnen, ohne dass man jetzt wahnsinnig großer IT-Spezialist sein muss. Wie geht das? Die typische Antwort, mit der man natürlich jetzt auch so eine Marketingagentur beauftragt, wäre gewesen, dass man eine Awareness-Kampagne lanciert. Das haben die dann auch vorbereitet. Die haben da Plakate für gemacht. Die sind hingegangen und haben vorbereitet, dass es Flyer gibt, dass man also im Grunde das gesamte Sozialreferat zuplakatiert mit diesen Hinweisen und dann frontale Schulungen hat, wo man sich dann von einem Experten oder einer Expertin erklären lässt, was man alles tun oder sein lassen sollte. Die These war, nochmal zur Erinnerung, das war 2011, was wäre, wenn es dann eben auch noch eine Domain gäbe, auf eine Webseite gäbe, würde, auf die man sich einloggen kann, um dann da nachhaltig nachlesen zu können, was ich kurzfristig in der Schulung ge gelernt habe. Wenn ich also mein Wissen auffrischen möchte, wie würde das funktionieren? Und so wie ich es zumindest erinnere, in diesem Fall, ist diese Anfrage an uns herangetragen worden und wir haben gesagt, das ist interessant, wir verstehen das Anliegen, aber jetzt aus unserer Perspektive würden wir sagen, die Incentivierung auf so eine Knäckebrot-Webseite zu gehen, auf der irgendwie steht, Bullet Point 3, bitte schreiben Sie keine Passwörter auf Post-its und kleben Sie sie nicht an Ihren Bildschirm. Nicht so richtig sicher, ob das Ende schon der Fahnenstange ist, was man machen könnte, damit Leute Lust drauf haben. Was wäre, wenn wir das anders machen? Unsere Antwort war ein Design für ein sogenanntes Altered Reality Game. Das ist einfach eine nette Sprache für ein Spiel, bei dem nicht mehr so richtig klar ist immer, ob das gerade noch die Realität ist oder ob das schon das Spiel ist oder andersrum. Also manche kennen vielleicht noch den Film mit Michael Douglas, The Game, wo so ein bisschen verschwimmt die Grenze zwischen Realität und Spiel und man immer so am Changieren ist. Es gab eine Zeit, gerade auch so vor so 10, 15 Jahren, da war dieses Spielegenre noch populärer, als es heute immer noch tatsächlich ist. Und wir haben genau das jetzt als Vorschlag der Stadtverwaltung, dem Sozialreferat gemacht und gesagt, was wäre, wenn Folgendes der Fall wäre? Montagmorgens am Desktop, am Rechner einer städtisch mitarbeitenden Person geht eine E-Mail-Adresse ein mit einem Absender von @münchen.de und in dieser E-Mail steht hochoffiziell, lieber persönliche Ansprache, Christoph Brosius, wir müssen Sie leider darüber informieren, dass wir ein Sicherheitsproblem haben bei uns in der Stadtverwaltung München im Sozialreferat. Es sind Daten geklaut worden. Wir haben einen Hacker bei uns in der Stadtverwaltung und wir brauchen Sie. Wir brauchen Sie als die Person, die uns helfen kann, diese Person zu identifizieren. Und wir leiten dann in der E-Mail auf ein extra dafür gebautes Portal. Wir haben das dann Virtual Awareness Security Tool genannt, VAST. Und in diesem VAST-System bekommt man ab dann, wenn man sich denn dann dazu entscheidet, teilzunehmen, einzelne Aufgaben gestellt, jeden Tag eine neue kleine. Und während man die bearbeitet, laden wir die Menschen dazu ein, die Perspektive zu wechseln. Also, wenn es jetzt eben, ich bleibe mal bei dem Beispiel mit dem Post-it geht, dann geht es eben nicht darum, dass wir den Leuten vorlesen, dass das eine doofe Idee ist, sondern wir sagen, ah, wir wissen, es sind Informationen auf dem Rechner, den Sie da vorne sehen. Wir wissen leider nur nicht das Passwort, um da reinzukommen. Haben Sie eine Idee, was das Passwort sein könnte? Und zeigen dann eine Videoaufnahme, die einmal rund um den Arbeitsplatz geht. Und wenn man jetzt einfach an der richtigen Stelle das Video anhält, dann sieht man, dass am Monitor ein Post-it klebt, auf dem vier Zahlen stehen. Gibt man diese vier Zahlen ein, gelangt man auf den Rechner. Und ihr könnt euch das vielleicht ganz gut vorstellen, dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, was dadurch entsteht, dass ich selber auf die Lösung gekommen bin, ist jetzt genau der große Unterschied, der den Lernerfolg dann tatsächlich ausgemacht hat. Das Ergebnis gibt man ein. Und das Ganze macht man nicht nur einmal, sondern in dieser Umgebung, die mit Videos, wie ich es gerade schon beschrieben habe, bestückt ist, gefakten und gefälschten Webseiten von Firmen und Organisationen, die aussehen, als gäbe es sie, die gibt es aber gar nicht, von Menschen, die wir erfunden haben, die es aber gar nicht gab. Das spielt man 5 Tage lang, täglich so circa 15 Minuten. Jetzt kann ich schon gleich so einen Spoiler vorweg schicken.
Obwohl wir leider das nicht unbedingt vorhatten, haben wir es nicht hingekriegt, diese Spieleinladung genauso voll ernsthaft zu schicken, wie wir es gerade, wie ich es gerade beschrieben habe, sondern wir waren am Ende leider verpflichtet, unten in die Fußzeile, so in Kleingedruckten hinzuschreiben, wir wissen, dass Ihr Chef, Ihre Chefin weiß, dass das ein Spiel ist und Sie dürfen hieran teilnehmen die nächsten 15 Minuten und das auch die ganze Woche lang. Es ist in Ordnung, Sie dürfen spielen. Weil wir gemerkt haben, dass viele, sobald die dekodiert haben, was es ist, sich dann durchaus ertappt gefühlt haben, gesagt haben, also ob das jetzt in Ordnung ist, dass ich während meiner Arbeitszeit hier daran teilnehme, ich weiß ja nicht. Viele haben aber teilgenommen und von den Menschen, die sich registriert haben, haben circa 80%. Das ist tatsächlich auch bis zum Ende, also allang durchgespielt, was in jetzt erstmal ein sehr hohes Ergebnis ist. Und tatsächlich auch noch einen Schritt weitergehend, man konnte feststellen, dass es in einer freiwilligen Wissensabfrage am Ende die Chance gibt zu sagen, was habe ich denn jetzt gelernt, was ist dann angekommen in einem Multiple-Choice-Test, den man ausfüllen konnte. Und diesen Multiple-Choice-Test, den haben die Leute mit im Schnitt 98% richtigen Antworten beendet. Das heißt, wenn es um die Wirksamkeitsmessung, die Erfolgsmessung geht, dessen hat das gefruchtet, was wir als Maßnahme gemacht haben, haben die Leute jetzt eben gelernt, dass sie ihr Passwort hier nicht dran machen sollen, dass sie nicht jeden USB-Stick einfach blind in ihren Rechner reinstecken sollen. Dann war das im Vergleich zu einer Frontalschulung unfassbar wirksam. Ich weiß nicht, wie die letzten Schulungen in eurem Umfeld so waren. Also 98% Erinnerungsleistung ist schon ziemlich Knüller. Einer der Hacks, warum das hoch war, glauben wir, ist, dass man jetzt dieses Zertifikat so oft, die Prüfung konnte man so oft wiederholen, wie man wollte. Und das hat natürlich jetzt was damit zu tun, dass manche Menschen sich dadurch motiviert fühlen, im Wettbewerb zu stehen mit anderen und nicht abstinken wollten gegen die Kollegen links und rechts, die vielleicht höhere Werte haben, wenn die sich das Zertifikat am Ende ausdrucken, sondern dann gönne ich mir natürlich die Zeit und mache das vielleicht noch ein, zwei Mal, bis ich es jetzt wirklich gelernt habe. Die Zahl, die uns dann am Ende sogar noch am meisten gefreut hat, war, dass fast 70% der Teilnehmenden gesagt haben, das fand ich irgendwie dufte, ich glaube, ich würde das anderen empfehlen, auch mal zu machen, das hat Spaß gemacht. Was, wenn man nochmal drüber nachdenkt, bei einer so heterogenen Gruppe von 1200 Menschen in so einem Sozialreferat, wo wir überhaupt nicht davon ausgehen können, dass die alle spielen oder spielend unterwegs sind in ihrem Leben von Candy Crush bis Brettspiele bis Sport. Manche machen das vielleicht, manche nicht. Da finde ich eigentlich, dass 70% eine wahnsinnig hohe Zahl ist, wenn es um Wiederempfehlen geht. Und tatsächlich wurde es mindestens in einem Folgejahr auch nochmal wiederholt, was dann mit großem Erfolg nochmal angenommen wurde. Danach hat man tatsächlich dann angefangen, nochmal Varianz reinzubringen, um die Leute, die auch die ersten Jahrgänge schon gespielt haben, quasi nicht zu langweilen, sondern mit neuen, überraschenden Inhalten zu konfrontieren. Der Prozess, mit dem wir da drauf gekommen sind, den haben wir 2015 als Beispiel jetzt an diesem Projekt erklärt, aber da könnte ich viele andere bringen, dann tatsächlich mal verschriftlichen. Den kann man bei Springer nachlesen, kann ich auf Wunsch auch gerne verschicken. Und folgt eigentlich einem sehr standardisierten Vorgehen, das ich woanders auch finden würde. Wir schauen uns den Kontext an und sagen, ach, okay, ich habe verstanden, was du möchtest. Du würdest gerne in diesem Fall erreichen, dass Leute etwas Bestimmtes lernen und ihr Verhalten dann verändern. Was wollen die denn im Gegenzug? Also haben die mehr Lust auf A, B oder C? Zum Beispiel jetzt hier, ach so, die würden vielleicht sich motivieren lassen durch ein Spiel. In der Analyse würden wir unter anderem feststellen, welche Ressourcen wir zur Verfügung haben, um jetzt Ideen zu entwickeln. Und dann habe ich gemerkt, naja, ungefähr alle von den Menschen in dieser Verwaltung sitzen eh vor einem Rechner und haben alle E-Mail-Programme. Also das ist das Einfallstor, durch das wir quasi da etwas ausliefern und eine Schnittstelle bilden können, kommen dann auf die konkrete Idee, können die designen, können die umsetzen und können die dann in den Live-Betrieb bringen. Wenn es dazu im Nachgang noch Fragen gibt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, die noch zu beantworten. Und vielleicht gehen wir jetzt ja noch ein bisschen ins Gespräch darüber für den Augenblick. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Christoph. Wie gesagt, Fragen gerne in den Chat oder in die F&As. Ich habe eine Frage tatsächlich, nochmal eine Nachfrage. Wir haben jetzt ganz oft gehört, Gamification. Wir haben es auch nochmal gesehen auf deinem
Auf deiner Dokumentation kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was sich eigentlich hinter Gamification verbirgt? Total. Wenn man bei dem Spieleentwickler in den Bücherschrank reinguckt, dann merkt man eigentlich, dass hier ganz viele Bücher drin stehen, die bei Psychologen und Psychologinnen auch stehen würden, weil am Ende des Tages ein Spieldesigner ungefähr auch das gleiche Handwerkszeug benutzt, um das Verhalten von Menschen zu beeinflussen. Also da, wo ich sonst versuche, vielleicht in eine Therapie darauf einzuwirken, dass jemand keinen Alkohol mehr trinkt oder keine Ängste mehr entwickelt, gehen wir vielleicht hin und sagen, es wäre vielleicht ganz günstig, wenn du etwas Bestimmtes klickst oder drückst oder links gehst oder rechts gehst oder runter gehst. Und die Art, wie wir die Leute dazu bringen, ist ungefähr der gleiche, ja, geheime oder eigentlich überhaupt nicht so geheime Werkzeugkoffer. Wenn man diese Methoden und Werkzeuge anwendet, nicht innerhalb des Bereiches der Computer- und Videospiele, sondern in anderen Bereichen, um Verhalten zu verändern. Ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel. Zum Beispiel, wenn ich sagen möchte, ich möchte die Menschen, die sich motiviert fühlen, dadurch Vollständigkeit herzustellen. Das kennt ihr alle, die irgendwie das Gefühl haben, ich halte es eigentlich nicht gut aus, dass auf LinkedIn immer steht, mein Profil ist zu 90% gefüllt. Und ich mich dann immer frage, was heißt eigentlich, ich bin 90% vollständig? Und zum Glück sagt mir LinkedIn, keine Sorge, Christoph, wenn du noch folgende Informationen in dein Profil eingibst, dann ist dein Profil 100% vollständig. Also so ein Fortschrittsbalken als ein Element ist ganz typisch für die Entwicklung von Computer- und Videospielen. Das aber auf einem Jobportal oder auf einem Jobnetzwerk platziert, könnte man bezeichnen als Gamification oder Game Thinking. Und für sowas gibt es jetzt wieder wahnsinnig dicke, große Bücher, die in wahnsinnig vielen Modellen und Teilschritten beschreiben, was in diesem Werkzeugkoffer alles drin ist. Das ist Gamification. Vielen Dank. Wir haben auch mal ein Interview mit dir geführt zu dem Thema, was ist eigentlich Gamification, wo auch ganz viele wunderbare Beispiele nochmal aufgeführt werden. Das werden wir, den Link werden wir gleich nochmal im Chat bereitstellen. Das könnt ihr nachlesen bei unserem Online-Magazin. Wir teilen den auch gerne dann nochmal im Nachgang an, mit unserer E-Mail. Ich habe auch noch zwei Fragen. Und zwar würde mich total interessieren, also erstmal vielen Dank. Ich kann mir vorstellen, dass die Mitarbeitenden total viel Spaß hatten und vielleicht auch ein bisschen vorsichtig am Anfang waren, darf ich das jetzt überhaupt in meiner Arbeitszeit? Und wenn sie aber einmal dann so drin sind, da wirklich auch drin aufgehen. Wie lange hat es ungefähr gedauert, bis ihr das entwickelt habt, das Konzept? Ich würde sagen, rückblickend war das vielleicht so circa ein Vierteljahr, aber jetzt nicht, dass wir Vollzeit die ganze Zeit daran gearbeitet haben. Ne? Also sollen wir drauf kommen. Man muss auch sagen, ich glaube, mit dem Budget, mit dem wir das damals gemacht haben, weiß ich nicht so richtig, ob man das heute nochmal entwickeln könnte. Also rückblickend, glaube ich, war das damals vielleicht in so einer Größenordnung 20.000 Euro. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir das heute mit dem gleichen Budget heute nochmal auf die Beine stellen könnten in der Güte und in der Komplexität, die, und das muss man sagen, es heute auch bräuchte, um standzuhalten mit den digitalen Erfahrungen, die man heute gewohnt ist. Das war halt 2011 auch noch ein Tucken anders als das, was man heute so kennt, wie responsive und leichtgängig und leichtfüßig sich das anfühlt. Aber ja, ich glaube, um etwas von der Größenordnung kann man sich auch, glaube ich, vorstellen, Abnahmeschleifen, Konzeptionsschleifen, eben diese Prozessschritte, die ich gezeigt habe, durchzugehen, um es vernünftig zu machen. Ich glaube, wenn man sich jetzt sehr beeilt, dann ist es in 1 bis 2 Monaten eher ein bisschen unrealistisch, das zu schaffen. Ich glaube, man sollte sich schon mal so ein Vierteljahr Vorlauf dafür Zeit nehmen, ja. Oder mehr. Oder mehr, genau. Da ist meine zweite Frage, schließt sich da ganz gut an. Ich habe einen Podcast gehört, der im Zuge des Bureaucracy Festivals veröffentlicht wurde, was ja jetzt auch stattfindet, am 13. Juni, glaube ich, in Berlin, wo ja viele Kreativschaffende und Verwaltungsmitarbeitende in einem Tag ja zusammenkommen. Und in dem Podcast wurde unter anderem eine These aufgestellt. Und zwar haben die gesagt, dass Gamer eigentlich die zukünftigen Angestellten in Verwaltungen sein werden. Und das eigentlich auch total wichtig wäre, dass die eigentlich so die Vorherrschaft übernehmen, aufgrund, wie sie denken, wie sie arbeiten, wie sie Sachen auch entwickeln. Von daher würde mich deine Einschätzung da mal interessieren, was du sagst, welche Rolle Game Designer oder auch Gamer tatsächlich in Zukunft vielleicht einnehmen werden. Man weiß heute, dass der durchschnittliche Gamer, übrigens was auch, die durchschnittliche Gamerin, was auch immer das heißt, also Menschen, die spielen, Menschen, die Computer- und Videospiele spielen, und zwar übrigens sowohl auf diesen Geräten hier als auch irgendwie auf einem etwas größeren Display oder auf dem Fernseher,
im Alter von 21 Jahren circa 10.000 Stunden gespielt haben. 10.000 Stunden ist ungefähr die Menge an Zeit, die man so verbringt mit der mittleren Reife oder eben mit ungefähr allen anderen Sachen, wo man so exzellent drin wird. Und diese Information schneidet sich damit, dass das durchschnittliche Alter von Gamern heute eben nicht 15 ist oder 16 oder irgendwas, sondern wir sind jenseits der 35 mit steigendem Alter. Das heißt also, die Generation, ich bin 45, die quasi aufgewachsen ist mit Spielen und jetzt in Arbeitswelt und in Leitungsfunktionen in der Arbeitswelt eintritt, die sind sozialisiert worden mit Spielen und nehmen das Spiel, das Kulturgut, Computer und Videospielen natürlich in ihr restliches Leben total mit rein. Also eine der Begründungen, warum das so ist, wie du es gerade beschrieben hast, ist, weil einfach Gesellschaft mehr spielt. Also einfach mehr Menschen in der deutschen Gesellschaft, aber das gilt auch international, sind Computer- und Videospieler und deswegen wird das von ganz alleine passieren sozusagen. Das könnte man also ein bisschen niedrig hängen. Und andersrum könnte man auch sagen, naja, eine der großen Forschungsergebnisse ist mittlerweile, dass man weiß, oder das einem klar geworden ist, müsste man fast sagen, dass was bei Spielen so toll ist und was da passiert ist, dass Menschen freiwillig, ohne dass man sie dazu zwingt, Probleme, die erstmal nicht lösbar sind, wieder und wieder und wieder und wieder probieren zu lösen, bis man es geschafft hat, um dann vor Freude fast schon zu explodieren und so ein Endorphin in so einer Endorphindusche baden zu gehen. Diese Resilienz, nicht vom Scheitern zurückzuschrecken, sondern sich den schwierigen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen. Ich glaube, solche Herausforderungen finden sich auch in der öffentlichen Verwaltung, wenn wir über ganz viele verschiedene Themenbereiche sprechen. Und absolut, es ist deswegen relevant, dass wir Computer- und Videospielprofis damit ranlassen, damit wir aus diesem in der Freizeit gelernten Verhalten, sich schwierigen Problemen zu stellen, auch im professionellen Kontext genauso übernehmen. Und da gibt es viel zu lernen. Also deswegen ja, ich glaube, und das merken wir jetzt, wie gesagt, die Agentur haben wir gegründet vor über 10 Jahren. Heute ist es so, dass in interdisziplinären Teams auch Game Designer mit sitzen zu haben, viel mehr gang und gäbe ist, als das früher noch der Fall war. Also ich habe das früher immer als Vision in den Raum gestellt. Irgendwann wird das so sein, es wird kein großes Team mehr geben, wo nicht auch eine Game Designerin mit drin sitzt. Wir sind ziemlich nah an dem Punkt dran, wo zumindest bei großen Organisationen das heute der Fall ist. Das sind wunderbare Aussichten. Vielen, vielen Dank, Christoph. Über den Chat kam jetzt keine Frage nochmal weiter. Claudia, hast du eine? Ansonsten wäre das jetzt auch eine total schöne Überleitung Ist es zu tatsächlich, unserem ja. nächsten Impuls. Lieber Christoph, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben den Artikel haben wir schon geteilt. Thomas Bender hat auch das Creative Bureaucracy Festival die Seite geteilt. Da könnt ihr auch gerne euch mal inspirieren lassen. Und Christoph, ich freue mich auf ein nächstes Mal und wünsche dir bis dahin alles Gute. Schön, dass du da warst. Alles Gute euch. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Danke. Ciao, ciao.